Das ist die beste Minecraft Siren Head Animation auf der ganzen Welt. Schau bis zum Ende, um nicht diese ultimative Story zu verpassen. Und es geht los, Freunde. Wir sind hier nämlich gerade bei der Monsterschule. Und man hat es gerade schon in meinem Hintergrund gesehen, Leute. Seht ihr das? Den Siren Head, ne? Und jetzt sind wir hier gerade einfach drin. Wir haben hier alle am Start, Freunde. Schweini, Creepy, Skeletti, Andy, Hoover Skeletti, Ghastly, Schleimi. Alle sind am Start, Freunde. Und Hoover Skeletti spielt ja anscheinend gerade Siren Head, das Spiel? Okay. Auf dem Laptop. Alle gucken ihn so über die Schulter zu. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht nachher in dieser Story so, dass es nachher das Spiel ins echte Leben in Minecraft reingeht, Freunde. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht passieren wird. Also bleib auf jeden Fall dran, um das nicht zu verpassen. Er sagt jetzt hier, du musst jetzt hier das Fahrzeug nehmen. Ich würde hier eigentlich am besten das nicht nehmen, ne? Weil ich glaube, wir sind ja einfach gerade in der Welt von Siren Head. Oh oh. Da sind welche im Fahrzeug. Seht ihr das, Leute? Da sind welche im Fahrzeug drin, sagt jetzt hier gerade Skeletti. Mal gucken, wer da gerade drin ist. Und ich glaube, ist das eine alte Frau? Hallo? Wer ist denn das? Wer bist du? Hallo? Wow! Was? Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Das ist bestimmt Siren Heads. Oh oh, oh oh. Jetzt wird's ganz schlimm, Freunde. Guck mal, die machen sich schon über den lustig, ne? Oh oh. Oh oh. Da ist Siren Head am Start. Also guck hin, guck hin, guck hin, guck hin. Oh Gott, Freunde. Das ist jetzt ganz schlimm. Das Ding ist, es wird wahrscheinlich sogar noch im echten Leben passieren. Oh, Siren Head ist da. Ah, 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 ah. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Aber er greift nicht an oder so, ne? Seht ihr das, Leute? Der greift irgendwie nicht an. Der hätte ihn jetzt auch schon... Oh mein Gott! Okay. Er hat ihn wohl angegriffen. Anscheinend. Oh Gott, ich glaube, der ist das ein bisschen traumatisiert, Freunde. Und die machen sich bis jetzt alle über die lustig. Okay, also. Kann er das Spiel vielleicht... Oh, ne, er ist gestorben. Hm. Bedeutet, ich glaube, er kann theoretisch jetzt respawnen, oder? Oh, oh, okay. Kein Laptop-Spiel in der Schule, Freunde. Der Lehrer ist da. Hallo, der Lehrer ist da. Warum sieht das denn keiner? Oh, es sehen alle außer er. Oh, der wird jetzt so Ärger bekommen, ne? Oh, er kriegt den Stock. Er kriegt den Stock. Oh, 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 oh. Ja, ich würde mich da auch ganz schnell verstecken hinter dem Laptop. Oh, was? Verdammt. Nein, er wird jetzt auch den Block wegspawnen. Mach das doch nicht. Och, nein, Hoover Skeletti. Und das muss er jetzt machen. Oh, Mathe-Test. Oh Gott. Und alle kriegen jetzt hier ihre Zettel und Stift und er muss einfach auf dem Fußboden schreiben. Herr Lehrer, ich habe keinen Tisch, sagt er. Okay, jetzt hat er wieder einen Tisch. Alles klar. Ich wollte schon sagen, dass er auf dem Fußboden schreiben muss. Okay, anscheinend hier... Oh mein Gott. Das sieht ja mega kompliziert aus, Freunde. Ja, so geht es mir auch gerade immer beim Mathe-Test, Leute. Also das ist jetzt echt... Ich weiß zwar nicht, wie man das schaffen soll, aber... Nein, er hackt. Leute, guck mal. Der Stift, er schreibt den Mathe-Test einfach von komplett alleine. Was? Und jetzt? Was hat er jetzt hier? Einfach alle Antworten sind richtig, glaube ich, ne? Er hat einfach gehackt, Freunde. Ist ja voll unfair. Er sagt, Herr Lehrer, ich bin schon fertig. Ja, da wird mir auch die Kinnleiste runterfallen. Und der Schweini ist, glaube ich, nicht so gut am Start. Er guckt natürlich, dass er irgendwas vielleicht... Mal ein Papierflieger. Miau, aua. Was soll das? Schweini, bitte, ich brauche Hilfe. Oh. Oh, oh, Freunde. Alter. Alter. Seht ihr das? Siren Head ist einfach draußen. Hallo. Oh. Hört ihr das? Das gerade gehört, Leute. Dieses Auftreten oder sowas. Ich glaube, Siren Head ist echt da draußen. Oh oh. Oh oh, das ist gar nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Er geht auf die Schule zu, Leute. Er geht einfach auf die Schule zu. Oh oh. Siren Head. Bitte. Oh nein, das ist gar nicht gut, Leute. Das ist jetzt gar nicht gut. Vor allem, wo sollen die hin? Das ist, glaube ich, kein Keller oder so. Oh Gott, ist der groß. Das ist ja viel größer als in dem Spiel. Nein, er guckt nach unten, Freunde. Er guckt nach unten. Er sieht ihn. Ich würde jetzt, wenn ich in eurer Lage wäre, würde ich auf jeden Fall vom Fenster weggehen, vielleicht. Er hat die gesichtet. Er hat die gesichtet. Er hat das Geräusch gemacht, Leute. Er hat das Geräusch gemacht. Bedeutet, Siren Head hat die jetzt einfach gerade gesichtet. Okay, Skeletti. Geht doch vom Fenster weg. Oh, oh. Das ist gerade gar nicht gut.
Ja. Ja, ich würde, glaube ich, auch einfach nur zusammenbrechen, wenn ich er wäre. Die anderen haben es doch gar nicht bemerkt, ne? Oh, jetzt. Wir hören die Sirenen, Freunde. Wir hören die Sirenen. Sirenhead macht dich zum Angriff bereit. Oh nein, nein. Jetzt ist aber auf jeden Fall was los. Der Lehrer hat es auch erst gesehen. Oh Gott, Leute, der Lehrer hat es auch gesehen. Oh mein Gott, das Glas. Oh mein Gott, das ist so laut, dass das Glas zerspringt. Achtung, weg vom Fenster. Achtung, passt auf, das Glas wieder. Oh, auch hier, Schleimi. Nein, Glasblocken in Schleimi rein. Oh, es macht so laut. Es ist so laut. Die werden... Ah, das Trommelfell von denen. Es platzt gleich. Die Geheimattacke kommen schon schnell. Der Lehrer hat eine Lösung. Alle jetzt hier barrikadieren. Oh. Oh mein Gott. Man hört jetzt zwar die Sirenen immer noch leicht, aber nicht mehr so laut jetzt, Freunde. Okay, also es sind alle barrikadiert in der Schule. Und was machen wir jetzt? Also, Herr Lehrer. Oh mein Gott! Was? Ja. Er hat gerade einfach... Das war nur sein Fußstapfen. Oh nein. Oh mein Gott. Ich würde jetzt weglaufen, ne? Ich würde jetzt... Oh nein. Oh mein Gott, nein! Er hat sich Wither Skeletti geschnappt. Nein! Wither Skeletti. Ey, wird das gleich noch überleben, Freunde? Können wir Wither Skeletti noch retten? Er wird ihn noch locker essen, oder nicht? Leute, er wird ihn noch jetzt locker essen. Oh nein! Nein! Er wurde gegessen, Leute. Nein! Wither Skeletti wurde gegessen. Was macht er jetzt? Er schnappt sich das nächste Opfer, Leute. Sirenhead schnappt sich das nächste. Oh mein Gott, was? Oh oh. Er reißt das ganze Haus ab. Guck mal. Oh nein. Ich glaube, er reißt das Dach ab oder sowas. Oh nein, auch hier an der Wand, Leute. Egal ob Holz, egal ob Stein. Es wird jetzt alles gerade komplett abgerissen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Auch hier der Mathe-Test. Alter, Freunde. Das ist jetzt gerade gar nicht gut. Das komplette Haus wird euch auseinanderfliegen, glaube ich, oder? Sirenhead, bitte mach's nicht. Oh mein Gott, was? Er hat das komplette Dach abgerissen. Und die Wände sogar noch mit. Oh Gott. Das ist jetzt gerade gar nicht gut, Leute. Das ist jetzt gerade gar nicht gut. Oha. Der ist halt mega. Oh, oh. Schnell, haut ab. Rennt weg. Schnell durch die Tür. Zum Bus. Alle schnell zum Bus. Schnell. Haut ab, sonst kommt der Sirenhead. Auch du, Schweini. Gib Gummi. Oh, oh. Oh, oh. Sirenhead wird sich die jetzt locker holen, Leute. Wird auch selbst der Bus nichts machen. Okay. Herobrine, der Lehrer, der Busfahrer, ist jetzt da. Okay, alle rein jetzt hier. Mal gucken, ob die alle überleben werden, Leute. Auch du. Komm schon. Was? Hä? Ach, das war Enderman. Okay, ich wollte schon sagen. Nein. Skeletti ist noch da drin. Oh nein, Leute. Der ist doch eben in Ohnmacht gefallen. Oh, oh, komm schon, Andy. Nein, Andy, nein! Oh, was? Was? Oh mein Gott, er hat ihn gerettet, was? Hast du gesehen, was für ein krasser Schub gerade der Sirenhead gerade gemacht hat, Leute? Was für eine Power der hat mit seinen Füßen und mit seinen Händen. So, jetzt komm schnell rein jetzt hier in den Bus. Okay. Gib Gummi! Fahr! Gib Gas jetzt hier! Sirenhead kommt! Worauf wartest du? Mach den Motor an und gib Vollgas. Oh, oh, Freunde. Das ist jetzt gar nicht gut, ne? Oh, er hat die fast gegessen. Oh, oh. Oh, oh. Gar nicht gut, Leute. Das ist jetzt gerade... Er kommt immer näher. Er ist schneller als der Bus. Du musst irgendwie... Fahr Slalom. Fahr irgendwie in eine Richtung. Nein. Oh Gott, Freunde. Nein. Sirenhead wird die locker holen. Komm schon, gib Gas jetzt hier mehr. Oh Gott. Oh Gott, wo haben wir denn der Raketenwerfer im Bus drin? Okay, nutzt den Raketenwerfer, sagt er. Alles klar, ich hab verstanden. Also, starte den Raketenwerfer, lad ihn auf, mach das Fenster auf und schieß Sirenhead ab. Los. Los, schieß. Noch ein bisschen näher. Komm schon. Und jetzt zielen und schießen. Oh. Oh. Oh,
Er wurde getroffen, aber es hat wenig gebracht, Leute. Es hat nur ein bisschen Zeit gebracht. Okay, jetzt genau. Er weiß jetzt nicht mehr, wo die sind. Das ist jetzt echt gut, Leute. Wir sind jetzt hier irgendwo im Wald gerade versteckt. Aber das Problem ist, wir haben einen gelben Schulbus im Wald. Das ist halt, ja genau. Am besten nehmen wir die Lichter jetzt hier aus, Leute. Oh, oh. Oh mein Gott, Siren Head. Er ist blind. Er geht vorbei. Was? Siren Head geht einfach gerade vorbei, Freunde. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird gleich gar nicht gut ausgehen, Leute. Okay, Siren Head ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter weg, glaube ich. Jetzt erstmal ein Lagerfeuer machen. Die können auf jeden Fall nicht mehr zur Schule zurückgehen, Leute. Das wird auf jeden Fall gleich nicht mehr passieren. Oh Gott, das ganze Feuer. Genau, isst das Essen, isst den Fisch. Können die vielleicht noch irgendwie River-Skelett oder so retten? Ich meine, der wurde aufgegessen, aber ich weiß nicht, ob die den noch retten können. River-Skeletti? Ja, ich weiß, er ist weg. Er wurde leider gegessen und er ist vielleicht noch irgendwo in Simonet drin oder sowas, ne? Oh, was ist denn da? Was sieht denn der jetzt? Sieht er da jetzt irgendwas, Leute? Oh, oh, sein Timer geht an. Was? Es ist jetzt... Oh, Leute, es ist fast 3 Uhr nachts. Wenn 3 Uhr nachts ist, kommt Simonet. Das heißt, die haben noch 3 Stunden, bevor Simonet zurückkommt. Das heißt, alle ab ins Bett jetzt hier. Macht das Feuer aus und geht ab ins Bett jetzt. Los. Vielleicht kriegen wir River-Skelett zurückerobert, Leute. Ich glaube, das schaffen wir jetzt so. Alle ab ins Bett jetzt hier. Und dann holen wir uns River-Skelett zurück. Wenn ihr vorhin den zweiten Part sehen wollt, Leute, dann kommt auf jeden Fall bei 5000 Likes. Lasst auf jeden Fall gerne noch ein Abo da, Leute. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.